Schwere Vorwürfe gegen Aldi Süd im Spiegel. Unsere Redaktion hat mehrere Interviewanfragen an Aldi Nord und Aldi Süd gestellt, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Jedoch hat sich der Pressesprecher von Aldi West dazu bereit erklärt, sich unserem Interview zu stellen. Herr Versteck, T. Kammerer, wird jetzt zu meinen kritischen Fragen Stellung nehmen. Herr Versteck, T. Kammerer, wie äußern Sie sich zu den erhobenen Vorwürfen? Sind Aldi-Märkte nichts mehr wie private Sexkabinen für Ihre Filialleiter, die den ganzen Tag vor den Überwachungsmonitoren sitzen und sich permanent einen von der Palme wedeln? Von einem permanenten von der Palme wedeln kann hier wirklich nicht die Rede sein. Ich habe das gestern einmal im Selbstversuch ausprobiert und ich sage Ihnen, nach 2 Stunden spätestens brennt es so sehr, da können Sie so viel Salben und Creme drauf tun, wie Sie wollen, da geht nichts mehr. Was sagen Sie zu den Vorwürfen, dass vor allem Frauen mit tiefem Ausschnitt und kurzen Röcken Opfer von der Filmsucht mehrerer Ihrer Mitarbeiter wurden? Zuerst möchte ich einmal klarstellen, dass wir diese einseitige Berichterstattung aufs Schärfste verurteilen. Unsere Mitarbeiter hätten auch Männer, wenn sie einen kurzen Rock oder ein ausgeschnittenes Top angehabt hätten, gefilmt, wenn sie sich über die Kühlbox gebeugt hätten. Schließlich nehmen wir die Gleichbehandlung von Mann und Frau am Arbeitsplatz sehr ernst. Aber gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht eher für Ihre Mitarbeiter als für Ihre Kunden? Das prüft gerade unsere Rechtsabteilung. Wie kam es zu diesen Aufnahmen? Eine tragische Verkettung unglücklicher Umstände. Sie kennen das vielleicht. Sie gehen einkaufen und an der Kasse bemerken Sie, der Barcode funktioniert nicht. Jetzt müsste die Kassiererin natürlich aufstehen, nach hinten gehen in den Laden, nachschauen, wie hoch der Preis denn nun ist. Sie könnte aber auch, und das ist hier in dem Fall geschehen, einfach den Filialleiter anrufen. Unsere Läden sind ja kameraüberwacht. Und dieser zoomt dann an das entsprechende Regal heran und gibt den Preis telefonisch durch. Das ist natürlich für den Kunden, wie auch unsere Kassiererin, eine erhebliche Zeitersparnis. Und dass bei diesem Vorgang dann Frauen mit ins Bild geraten, ist natürlich unvermeidlich. Wir haben das Material gesehen. Da ist kein Preisschild zu erkennen. Nur Schlüpfer und Brüste. Wie erklären Sie sich, dass Kundinnen heimlich in sexuell ungewollt eindeutigen Posen gefilmt wurden? Naja, bei uns wird viel geklaut. Und gerade der Zwischenraum zwischen sehr großen Brüsten bietet Täterinnen genügend Möglichkeiten, ihr Diebesgut für das gewöhnliche Auge unsichtbar zu verstecken. Deswegen filmen wir diese großbrüstigen Frauen, wenn sie sich zum Beispiel über die Tiefkühltheke beugen. Und haben Sie auf diese Weise schon eine großbrüstige Diebin überführt? Nein. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktionieren könnte. Der Sicherheitsaspekt ist allerdings nicht der einzige Grund, weswegen wir unsere Kundinnen filmen. Es gibt weitere? Ja, zum Beispiel wegen der Gesundheitsvorsorge. Wie Sie wissen, ist Brustkrebs ein Thema, was auch junge, attraktive und großbusige Frauen etwas angeht. Die von Ihnen angesprochenen geheimen Aufnahmen von Brüsten und Hintern dienen dabei rein medizinischen Zwecken. Wir schicken das gesammelte Material an einen Mediziner, der es daraufhin auf Hautunreinheiten oder Irritationen untersucht und die Diagnosen erstellt. Und das alles, und das möchte ich noch einmal betonen an dieser Stelle, vollkommen kostenlos für unsere Kundinnen. Ah ja, und wie heißt dieser Arzt? Das ist der Herr Dr. Sommer vom Bravo-Institut. Ich habe die Nummer, falls Sie ihn anrufen möchten. Nee, lassen Sie mal stecken, das Interview ist gestorben. Ja, aber Sie können doch nicht so einfach gehen. Also, ich habe auch noch andere Theorien.